Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Beiträge nach Leistungsfähigkeit, Leistungen nach Bedarf. Das ist der Grundsatz der Finanzarchitektur in der gesetzlichen Krankenkasse. Anders als in der Rentenkasse richtet sich die Leistung der gesetzlichen Krankenkasse nicht nach der Höhe der eingezahlten Beiträge, sondern prinzipiell nach den Maßstäben des Sozialgesetzbuchs. Notwendig, zweckmäßig, ausreichend, wirtschaftlich. Darauf hat der Versicherte ein einklagbares Recht, und die Höhe der Beiträge folgt der Leistungskraft der Versicherten. Das unterscheidet die gesetzliche Krankenkasse auch prinzipiell von der privaten Krankenversicherung, die ihre Prämien versicherungsmathematisch kalkulieren muss. Damit es in der gesetzlichen Krankenkasse dennoch in einem gewissen Rahmen beim Äquivalenzprinzip der Versicherung bleibt, gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze. Denn wenn Steuern in die gesetzliche Krankenkasse fließen, dann explizit und offen aus Haushaltsmitteln und nicht als steuerähnliche Belastung, die man zu kaschierten Versicherungsbeiträgen umlackiert. 2015 haben wir von der Linken einen in der Semantik ähnlich lautenden Antrag vorgelegt bekommen, mit dem sich der Ausschuss für Gesundheit im Januar 2016 in einer öffentlichen Anhörung ausführlich befasst hat. Im damaligen Antrag wie im heutigen Antrag werben Sie dafür, alle Einkommensarten zur Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung heranzuziehen, die Beitragsbemessungsgrenze aufzuheben und eine, wie Sie es nennen, solidarische Gesundheitsversicherung einzuführen. Können Sie uns bitte einmal erklären, warum Sie dann die Tatsache, dass gerade unterschiedliche Einkommensarten zur Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung herangezogen werden, mit dem polemischen Kampfbegriff der Doppelverbeitragung belegen? Da widersprechen Sie sich doch selbst. Ja, natürlich, alle Einkommensarten belegen, aber diese Einkommensart ausnehmen. Ich erinnere an die vorhin erwähnte Anhörung und das, was der Sachverständige Prof. Dr. Klaus Jacobs vom Wissenschaftlichen Institut der AOK dort ausgeführt hat. Zum Zeitpunkt der Verbeitragung ist die ökonomische Leistungsfähigkeit relevant. Es kommt nicht darauf an, woher die im Einzelfall kommt. Deswegen kann ich den Begriff der Doppelverbeitragung nicht akzeptieren. Diese Figur passt nicht in das System der solidarischen Krankenfinanzierung. Sie kommt aus einem anderen Kontext. Würden wir sie in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung übernehmen, müssten wir den Großteil der gesetzlichen Renten beitragsfrei stellen. Das hätte eklatante Folgen, Konsequenzen für die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch die Dimension dieser Konsequenzen ist in der vergangenen Legislaturperiode deutlich geworden. Denn der Sachverständige Dr. Reinhold Tiede von der Deutschen Rentenversicherung Bund hat sie uns vor Augen geführt. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege Henke. Sie haben ja eben eine Frage gestellt. Ich will Ihnen darauf gerne antworten. Es ist nicht so, dass heute alle Einkommen verbeitragt werden. Wer eine Versicherung bei sich zu Hause privat abgeschlossen hat, beispielsweise im privaten Riester-Vertrag, zahlt für seine Altersvorsorge nichts. Wer ein Sparbuch, wer Wertpapiere, wer Aktien oder Fonds besitzt, zahlt nichts in die Krankenversicherung. Wer in Immobilien investiert und Mieteinnahmen hat, zahlt nichts in die Krankenversicherung. Und wer privat krankenversichert ist, und das ist die größte Ungerechtigkeit, der zahlt auch nichts ein. Und wer nicht vorgesorgt hat, zahlt auch nichts. Also ich muss feststellen, gegenwärtig ist das, was Sie gesagt haben, komplett falsch. Und wir sagen extra, das steht auch in unserem Antrag drin, Herr Kollege, dass wir wollen, dass Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden, aber bitte in der Ansparphase und einmal ist genug. Denn Sie können den Menschen nicht erklären, dass sie von ihrem eigenen Ersparten dann auch noch doppelt oder zum Teil, wenn es aus Nettoeinkommen ist, sogar dreifach Krankenversicherungsbeiträge zahlen sollen. Dann ist nämlich der Gedanke der Vorsorge und der betrieblichen Altersvorsorge perdu. Und da würde ich gerne wissen, wie Sie das den Betroffenen da oben auf der Besuchertribüne erklären. Herzlichen Dank. Ja. Ja, vielen Dank für Ihre Frage, lieber Herr Kollege. Ich beziehe mich mal auf Ihren Antrag und zitiere daraus. Sie schreiben hier, die Doppelverbeitragung ist auch in finanzieller Hinsicht keineswegs alternativlos. Eventuelle Einnahmeverluste durch die Aufhebung des, wie Sie es nennen, ungerechten doppelten Beitrags für Bezieherinnen und Bezieher von Betriebsrenten wären leicht auszugleichen,
Wenn alle Einkommensarten zur Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung herangezogen würden, die Beitragsbemessungsgrenze aufgehoben und eine solidarische Gesundheitsversicherung eingeführt werden würde. Aber wenn doch alle Einkommensarten zur Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung heranzuziehen sind, woher kommt denn dann die Logik, ausgerechnet diese Einkommensart von der Verbeitragung auszunehmen? Da machen Sie einen populistischen Widerspruch, mit dem Sie nichts anderes erreichen wollen, als den Unmut der Betroffenen auf ihre Mühlen zu lenken. Das ist der Zweck, weswegen Sie das so formulieren. Und das ist konsequent, inkonsequent, völlig widersprüchlich. Und wegen der Dimension, die das dann außerdem noch für die gesetzliche Rentenkasse hätte, will ich noch mal daran erinnern, wir hatten in 2014, so Reinhold Tiede in der Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss, Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von etwa 16 Milliarden Euro für die Krankenversicherung der Rentner. Das ist allerdings nur der Beitragsanteil der gesetzlichen Rentenversicherung. Den gleichen Anteil plus den Zusatzbeitrag tragen die Rentner. Es geht also insgesamt um Größenordnung von 30 bis 40 Milliarden Euro. Und es war das Rentenanpassungsgesetz aus dem Jahr 1982, durch das erstmals der Rente vergleichbare Einnahmen zur Beitragszahlung in der GKV herangezogen wurden. 2003 wurden die Beitragspflichten dann noch mal präzisiert und ausgeweitet. Und seitdem gibt es darüber diese juristische Auseinandersetzung. Allerdings muss man auch darauf hinweisen, dass das Bundesverfassungsgericht in dieser juristischen Auseinandersetzung klargestellt hat, dass der Gesetzgeber von Verfassungswegen berechtigt ist, jüngere Krankenversicherte von der Finanzierung des höheren Aufwands für die Rentner zu entlasten und die Rentner entsprechend ihrem Einkommen verstärkt zur Finanzierung heranzuziehen. Das ist vom Bundesverfassungsgericht durchdekliniert. Und jetzt, natürlich haben wir vieles unternommen. Wir haben die Attraktivität der Altersvorsorge gesteigert, indem wir das Recht auf Entgeltumwandlung bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung zur Finanzierung einer Altersvorsorge beitragsfrei lassen. Wir haben durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz diese Regelung ab 2019 für Neuverträge bzw. 2022 für bestehende Verträge noch einmal gestärkt, sodass Arbeitgeber die dadurch eingesparten Sozialversicherungsbeiträge in pauschalierter Form von 15% in die betriebliche Altersvorsorge zahlen müssen. Und darüber hinaus haben wir, davon war schon die Rede, durch das Gesetz GKV-Beiträge auf betriebliche Riester-Renten in der Auszahlungsphase abgeschafft. Sie werden damit wie private Riester-Renten behandelt und von Beiträgen verschont. Und natürlich kann man über weitere Reformen sicherlich nachdenken. Dann muss man aber auch einen ehrlichen Blick auf die finanziellen Konsequenzen werfen. Und je nach Umfang der Vorschläge, die da realisiert werden sollen, handelt es sich dann um eine Minderung der Finanzkraft der gesetzlichen Krankenkassen zwischen 2,6 Milliarden Euro und über 5 Milliarden Euro. Und ohne Kompensation hieße das, dass es zu einer Erhöhung des Beitrags für die gesamte Solidargemeinschaft kommt und damit auch zu einer Mehrbelastung von Geringverdienern oder zu einer Einschränkung der Leistungen in der gesetzlichen Krankenkasse. Und deswegen, ich bitte Sie herzlich um Verständnis, dass wir auf der Grundlage Ihres widersprüchlichen, inkonsistenten, inkonsequenten Antrags, der rein populistisch motiviert ist, dass wir auf der Grundlage eines solchen Antrags weder das eine noch das andere über das Knie brechen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Sabine Dittmar.